Pferderennen am Maienfeld seit Oktober, zumindest in der Covid-Zeit, 6'000 Zuschauerinnen und Zuschauer sind gekommen. Das ist der Markus Mundstein. Er trägt als Speaker viel zum Erfolg bei. Dann natürlich der Rudi Nieder, Präsident vom Cross-Club, OK-Präsident. Maienfeld lebt von all diesen Helferinnen und Helfern und von einem sehr treuen Publikum. Maienfeld lebt aber auch von attraktiven Preisgeldern, zum Beispiel von der Medienfamilie Südostschweiz. Hier Hans-Peter Lebrumont mit seiner Frau. Links ist Conny Amann, Medienverantwortliche, eine Helferin und eben auch Fotografen. Das Maienfeld aber kann man auch wetten. Und die Wetten werden einem wirklich erklärt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, da könnt ihr auch im Netz nachschauen. Aber wenn ihr dort seid, der Raphael Michael, das ist der, der auf dem Platz immer steht nach der Siegerehrung, der erklärt, wie die Chancen sind, wie die Quoten sind und so weiter. Maienfeld ist ein Hauch der weiten Welt. Und hier im Osten von Graubünden eben etwas sehr Spezielles, etwas Interessantes. Eben nicht nur das gesellschaftliche Ereignis, das sportliche Ereignis, der Hauch der weiten Welt, sondern eben auch das Kleine, das Intime, das Nahe, das fast Kameradschaftliche. Das ist eben das, was Maienfeld ausmacht. Es ist wirklich ganz eine spezielle Rennbahn hier zu Maienfeld. Vielseitig wie Maienfeld ist, ja, es hat nicht immer für uns, es ist manchmal eben auch so ein kleines bisschen milchig. Das aber hat dem Ereignis keinen Abbruch gemacht. Man hat sich die Hände gerieben und hat sich irgendwie warm gehalten. Die Freude auf jeden Fall war allerorten. Die jungen Reiterinnen zeigen uns hier ein spannendes Rennen. Nach etwa 300 Meter mit außen jetzt Vlamour. Oder der zweite von außen ist Vlamour und die kommen hier alle praktisch auf einer Linie in den Einlauf. Patrick Swish, aber außen ist Vlamour in Front. Vlamour zieht hier durch, so wie es aussieht. Und Maharaja Vlamour gewinnt hier mit Hayley Lee Ryecroft. Zweite wird die Nummer 3 Maharaja, dann die Nummer 1 Patrick Swish mit Shaida und Typhoona. Ja, meine Damen und Herren, das ist die erste Siegerehrung vom Tag. Ponyrennen. Pony-Galopp-Rennen, Kategorie C, Preis von Paha de Mayu. Das sind die Anfangsbuchstaben von den 5 Vornamen von den Sponsoren von dem Flachrennen über 1000 Meter. Wir haben auf dem dritten Platz Dalaya Janser, Patrick Swish. Auf dem zweiten Platz Duanafelder mit Maharaja. Und gewonnen hat das Rennen, wer könnte es anders sein? Serie-Siegerin par excellence, Hayley Lee, Ryecroft und Vlamour. Ja, die vielen Eis im Programm hören gar nicht mehr auf. Alles andere als ein Sieg kennt die Flamour-Stute, Pony-Stute nicht. Hayley Lee Ryecroft, die siegreiche Reiterin. Ponyrennen immer eine Attraktion von Maienfeld. Und dann sind bereits andere Pony gekommen. Ich habe dann gar nicht recht gewusst, was da jetzt los ist, weil eigentlich wäre er schon um 11 Uhr stark gewesen. Es war irgendwie noch 2 Minuten vorher gewesen, aber ich habe dann einmal die Kamera draufgekippt und dann ist der Speaker auch draufgekommen. Ah, da wird offenbar gestartet vor der Zeit, habe ich gar nicht bemerkt. Das war bereits der Start. Count on me und jetzt kann Angelina Corallina 200 Meter vor dem Ziel innen durch, macht in wenigen Galoppsprüngen alles klar. Dahinter aber der Kampf bei den Ponys um den Tagessieg und da kommt I'm Loving It noch besser auf. Der Tagessieg geht an Angelina Corallina und Sally Langhardt. Dann folgt I'm Loving It und Ardis Müller, Count on me, die Nummer 2 mit Leonie Wiesmann. Was wir beide verpassen, ist der Start. Gell? Das ist fast wie ein Avance. Die starten einfach irgendwann, die Pony. Ja, gut. Im Normalfall ist es so, dass du halt einfach ja, nicht davon ausgehst, dass der Start ist, bevor vor der angegebenen Zeit. Wäre es ein offizielles Rennen, also es ist ein offizielles Ponyrennen, aber wäre es ein offizielles Galopprennen oder ein Trabrennen, dann darf es gemäß Reglement der Start gerne früher sein. Aber ja, da sind wir eigentlich immer froh, wenn einfach alles gut abläuft. Und wie ist denn das, dass du immer so gut dokumentiert bist? Du kannst immer gerade einsteigen, gell? Auf jede spontane Situation kannst du reagieren. Du hast dort auch vor mir in Insta schon gewusst, Angelina, also die kommt natürlich, gell? Hast du tatsächlich dann rein durch. Du bist einfach ein unglaublicher Kenner. Wie lange befasst du dich denn vorher damit? Ja, das ist eine lange Zeit. Ich bin hier in Maienfeld aufgewachsen, auch wenn man es vom Dialekt her nicht mehr ganz so gehört. Ich bin als Schulbub schon hier vor den Rennen, also vor den Renntagen, schauen, wie die Cousin trainieren. Und dann gehofft, dass einer irgendwo ein Peitschen oder eine Brille verliert. Und das sind dann Trophäen daheim. Und ja, nachher bin ich als Schulbub hier gewettet und gemerkt, dass es ein bisschen Unterschied gibt, dass die einen lieber rechts rumgehen, die anderen links rum. Ich habe dann auf dem alten Atari eine Datenbank gemacht und ja, bin so nachher noch mit dem Hannes Guler, der leider nicht mehr lebt, der viel gemacht hat für die Rennen hier zu Maienfeld. Er hat mich mal mitgenommen auf die Rennplätze, auf die anderen in der Schweiz und so hat das angefangen. Und jetzt ja, mache ich das, würde sagen, nicht gerade beruflich, aber sehr
häufig bin ich auf den Rennplätzen. Ja. Und extrem professionell, und wenn es muss sein, auch in Französisch, gell? Das habe ich gemerkt, du bist ja Französisch saumässig durch. Ja, ich glaube, mein Französischlehrer von der Kante hat Freude. Ja. Da war ich nicht immer so der Fleissigste mit Wörtchen lernen. Da hat man so gerne mal ein Wörtchenbuch geschenkt. Nein. Aber ja, Französisch, der Rennsportsprache ist halt bei uns in der Schweiz ist Französisch. Aber schlussendlich ja, muss man diese Sprache auch mit einbeziehen. Und natürlich immer die Klasse. Da bist du selber nicht mal auch überrascht, wie der Rennen sich abspielt. Ja, überrascht. Das ist einfach, du weißt nie, was vorher passiert. Und das ist ja das, was das Spannende macht. Und ich lebe halt voll mit. Und ja, wenn es dann so einen Finish gibt, das ist also eine selber Gänsehaut. Ja, ist so. Du darfst noch mal sehen, wie du da rausschaust. Also du siehst da raus, dann der Reninzer Bogen, den siehst du noch. Aber das letzte Hindernis, das siehst du je nachdem hin und wieder einmal knapp. Also es ist doch immer auch wieder so ein bisschen Herausforderung, nehme ich an. Ja, sicher, es ist eine Challenge. Es ist gut, zum Eifel geht es jetzt noch. St. Moritz ist noch schlimmer mit der Sonne, die dann kommt. Sie ist im Badbogen hinten. Dann, ja. Wichtig ist, dass ich sehe, wie es rein galoppieren. Weil sonst ist es schwierig, wenn es nur von vorne war. Oder? Aber ich probiere wirklich immer zu schauen, dass ich alles im Feldstecher schaue, nicht auf dem Monitor. Weil ich möchte selber wissen, wo ich hinschauen kann. Oder? Sonst, wenn ein Regisseur mir sagt, du musst jetzt hier hinschauen, weil meine Kamera dort ist. Das ist endlich das Wichtige. Immer die Feldstecher. Ja. Und dann hast du auf Knopfdruck hast du Einlauf. Und du irrst dich eigentlich mehr oder weniger nie. Nicht einmal bei einem Fotofinish. Also das ist so unglaublich. He? Ja gut, also das ist, manchmal ist es wirklich einfach extrem knapp. Da zum Einfeld ist gut, ich bin wirklich praktisch auf der Ziellinie. Und dann, ja, ja manchmal klappt es, manchmal nicht. Und ja. Sonst, für das haben wir ja dann Foto. Ja. Understatement, gell? Du sagst praktisch, also wenn man so genau anschaut, also wenn es um ein Fotofinish geht, das drückt er noch. Hättest du mal Situationen gegeben, wo du auch dir vielleicht andere Hilfsmittel erwünscht hättest? Also ist ja immer, du bist eigentlich völlig allein da oben. Ja, andere Hilfsmittel, nein, ich finde, das macht es irgendwie auch aus. Also es darf ja auch mal ungewiss sein. Das Spannende ist dann, wenn wir wirklich alle nicht wissen, wer hat jetzt gewonnen. Und dann noch das können verkünden und wissen, alle warten auf das, das ist schon ein gutes Gefühl, ja. Und du bist dir bewusst, dass es meine letzte Frage, dass du natürlich ein grosser Teil vom Eierfeld bist. Eben der Speaker, der wirklich auch das Fössackern, die Begeisterung, der Enthusiasmus hineinbringt. Das ist einfach authentisch bei dir. Ja, das ist schön, wenn du das so siehst. Ja. Das ist eigentlich das, was ich überbringen will. Wenn das überkommt, dann ist erfüllt, ja. Und das ist der Start zum ersten Rennen mit Wettmöglichkeit. Preis der Allianz Swiss, Generalagentur Thomas M. Bergamin in Chur. In die Gegenseite. An zweiter Position Fleur d'Ipanema. Jetzt hat Clément Lheureux mit Valet de Fleur gemerkt. Er muss jetzt aufrücken. Nichts gemerkt hat Yvonne Danse oder sie kann nicht schneller mit Tenorio. Der ist an letzter Stelle und wird hier kaum eine Chance haben, vorne mitzumischen. Vorne ist nämlich ultra breit. An zweiter Position Fleur d'Ipanema. Dann lauert Valet de Fleur. Segantini kommt jetzt ebenfalls auf, geht an fünfte Stelle an Hello Again vorbei. Aber vorne ist ultra breit. Ultra breit und sehr stark sieht hier Valet de Fleur aus. Valet de Fleur geht an die Spitze. Valet de Fleur vor Fleur d'Ipanema. Valet de Fleur noch 250 Meter mit Fleur d'Ipanema an zweiter Stelle. Das gibt vermutlich einen Doppelsieg für Josef Stadelmann und er hat es richtig vorausgesagt. Valet de Fleur ist hier nicht zu schlagen. Valet de Fleur mit Clément Lheureux in gewöhnlich Kenter marschiert ihn nach Hause auf den zweiten Platz. Fleur d'Ipanema, dritter, entweder außen Segantini oder innen Hello Again. Da mag ich mich nicht festlegen. Warten wir das Zielfoto ab für den Sieg. Da braucht es kein Zielfoto. Valet de Fleur mit Clément Lheureux. Der erste Bündnersieg gleich im ersten Rennen für den Stallross Ried. Beheimatet hier, Luftlinie vielleicht 400-500 Meter unterhalb Jenins. Gewinnt überlegen diesen Preis der Allianz Swiss Generalagentur Thomas M. Bergamin in Chur mit Valet de Fleur Clément Lheureux. Der Markus Monstein hat schon gesagt, ein Doppelsieg für den Trainer, für den Pepi Stadelmann mit Valet de Fleur und Fleur d'Ipanema auf dem zweiten Platz. Und da gehen sie zurück zur Waage. Clément Lheureux und Valet de Fleur. Das ist offenbar der gültige Start mit im zweiten Rennen. Preis des Casino Bad Ragaz. Gustavo de Joma übernimmt sofort die Spitze, obschon er mit der Nummer 7 gestartet ist. Ganz außen kommt bereits Oberst aufmarschiert. Ericeira ist an zweiter Position. Und Gap Blue hat am Start sich so deutlich versäumt, dass seine Chancen doch ziemlich eingeschränkt hier sind.
Vorne Gustavo de Joma wird jetzt abgelöst oder zumindest begleitet von Eris Serra. Lässt Xavier Bouvet Nicole Schneider gewähren, ist die große Frage. Nicole Schneider geht jetzt in Front mit Eris Serra. An zweiter Position außen Oberst. Gustavo de Joma ist im Moment Dritter, außen begleitet von Daulagiri. Dann folgt Flick Flack mit außen Hey Soul Sister. Dann ist es Tequila GK, innen Geisha Captain, die Nummer 2. Dann folgt Christian Eam, die in der Regel schnell startet heute, den Start etwas verschlafen hat. Und außen neben ihr ist es Go for Chat. Daulagiri und Tequila GK greift hier weiter munter an, gibt das hier einen riesen Außenseiter-Sieg. Vorne ist Daulagiri, noch etwa 200 Meter für Daulagiri. Im Rücken von Daulagiri lauert Gustavo de Joma auf die Chance zum Angriff und ganz innen versucht Flick Flack durchzukommen, aber vorne ist Daulagiri. Daulagiri mit Gustavo de Joma, der jetzt freikommt. Daulagiri vor Gustavo de Joma, Gustavo de Joma wird schneller. Daulagiri vor Gustavo de Joma, Daulagiri, Daulagiri, Daulagiri! Daulagiri gewinnt vor Gustavo de Joma. Dritter ist Flick Flack, tolle Fahrt von Marc Hochuli. Und schauen Sie, jetzt galoppiert er. Nach dem Ziel galoppiert er. Alles gut, er darf galoppieren, solange er will, denn er hat gewonnen. Daulagiri mit einer meisterhaften Fahrt von Marc Hochuli, der die beiden Pferde von Marc-André Bouvet schlägt. Und Daulagiri war früher bei Marc-André Bouvet im Training. So kann es gehen. Ja, der Punkt ist ein bisschen der bei ihm. Er hat enorm viel Talent. Du kannst es eigentlich nie ausspielen. Das heisst, du gehst eigentlich jedes Rennen, kommst du über die Ziellinie, du hast eigentlich Vollgas. Aber brauchen kannst du es nicht, weil wenn du es brauchst, ihr habt gesehen, sobald ich im Moment nach dem Ziel loslasse, springt er gerade an. Aber es ist sehr feinfühlig, was du musst und ja, es ist, bedeutet mir enorm viel mit ihm. Also heute alles genau aufgegangen, hast du noch ein bisschen Angst gehabt, ganz am Schluss? Ja, ich sage immer, das Problem eben, du kannst nicht loslassen. Also ich muss schauen, dass ich irgendwie Gegner kann so in Schach halten kann, dass ich nicht zu viel machen muss. Aber gleich, dass es lenkt und am Schluss habe ich gemerkt, ja, die sind auch, mögen auch nicht mehr helfen und ja, ich habe ja noch ein bisschen mögen, also er mögen, nicht ich. Gratulation, Marco Hueli und Daulagiri! Pferde stellen sich am Band auf und Start zum dritten Rennenpreis der Medienfamilie Südostschweiz. Auf die zweite von drei Tribünenpassagen etwas mehr als eine Runde mit Samurai Julien Lemay. Dann an zweiter Stelle außen Nimrod Clément Lheureux, dann Weiwei in Gelb und Blau mit Carina Schneider und am Schluss in Weiß mit der roten Kappe. Das ist Gold Street und Tim Bürgin im Sattel. Vorne unverändert Samurai. Samurai, und jetzt greift Tim Bürgin an. Tim Bürgin mit Goldstreet geht vom letzten an den zweiten Platz, wird gekontert von Samurai. Aber Samurai bekommt jetzt mächtig Druck von Goldstreet durch den letzten Bogen. Und schauen Sie, wie Julien Lemay hier schon mächtig reitet. Tim Bürgin, der sitzt dort, als gäbe es nichts Einfacheres. Noch etwa 250 Meter mit Goldstreet, die Favoritin, die geht in Front. Goldstreet führt und wer soll die noch schlagen? Goldstreet, jetzt kommt Weiwei. Goldstreet vor Weiwei, aber Goldstreet ist vorne und Weiwei kommt. Goldstreet vor Weiwei, Goldstreet! Goldstreet mit Tim Bürgin, Weiwei ist Zweiter, dann Nimrod und auf dem dritten Platz Samurai. Preis von der Medienfamilie Südostschweiz. Ja, meine Damen und Herren, die Stute ist einfach nicht zu stoppen. 16. Sieg im 29. Rennen in der Schweiz. Da steht sie unter dem Tim Bürgin, Gold Street. Gold Street wird trainiert und steht im Besitz von der Claudia Schorno. Die Siegerehrung wird durchgeführt von der Liliane und dem Hans-Peter Le Brumont. Medienfamilie Südostschweiz im wahrsten Sinne des Wortes. Letzten Pony-Galopp-Rennenpreis der Firma Calixus AG. Claire übernimmt erstmal die Spitze, brecht aber gleich etwas nach links weg und so hat Gian von Balmus mit Vautera die Spitze. Claire auf der Verfolgung mit Geraldine Henny, dann folgt die Nummer 3 Lacey mit Jessica Münzing und ebenfalls gut dabei ist die Debütantin Chocoletta mit Zoe Wiesmann an vierter Position. Es geht in den Bogen mit Vautera vor Claira, dann folgt Lacey und am Schluss Chocoletta.
ganz innen auf dem kürzesten Weg. Can von Balmus mit Vautera außen, jetzt aber der Angriff von Lacy und Lacy geht heran und vorbei. Lacy vor Vautera. Lacy ist hier überlegen mit Jessica Münzing. Can von Balmus macht, was er machen kann, nämlich den zweiten Platz halten mit Vautera. Und da geht Lacy nach links weg. Uiuiuiui. Man soll nie zu früh von Überlegen sprechen, aber trotzdem schafft Lacy und Jessica Münzing schaffen den Sieg noch. Can von Balmus mit Vautera auf dem zweiten Platz. Dann Claira mit Geraldine Henny und Chocoletta nicht weit hinter den Ponys, die schon gelaufen sind, mit Zoe Wiesmann im Sattel. Sportliche Halbzeit zu Meierfeld, dann ist Mittagspause gegangen und Meierfeld hat gezeigt, was es kulinarisch kann und gesellschaftlich auch. Das ist der Start zum vierten Rennenpreis der Gemeinde Bad Ragaz. Gegen das erste Hindernis die Hürde mit Paracla vor Green Saint, dann Bornasco, Manolo und Lagoas. Die Hürde und dann gegen den Jeninser das zweite von 21 Hindernissen. Und wieder über die Hürde vor der Tribüne das zwölfte von 21 Hindernissen mit Paracla vor Green Saint. Aber die anderen beiden kommen näher, das sind Bornasco, die mit der Nummer 3 und die 5 Lagoas. Und doch einigen Rückstand hat hier Manolo, der, für den es einfach noch darum geht, das fünfte Geld nach Hause zu bringen. Der hat jetzt einen Sprung Rückstand. Die anderen sind über den nächsten und er springt hier über die Hürde. Lagoas, da ist er wieder etwas weit außen gegen die Hürde und dann der Wassergraben. Aufpassen, Lagoas, so war es letztes Mal. Da kam er relativ weit links weg. Und jetzt muss er, nein, er geht nicht über den Wassergraben. Diesmal geht er den falschen Parkour. Unfassbar, Pavel Kasny. Das darf doch nicht sein. Jetzt ist er draußen und meint, er hätte die Chance zu gewinnen. Er hat keine Ahnung mehr, wo der Parkour durchgeht. In Front, wir schauen nicht mehr auf ihn. In Front ist hier Paracla. Aber Bornasco ist dran. Und ich habe den Eindruck, Bornasco geht noch einen Tick besser. Vorne ist Paracla, aber Bornasco ist dran und Green Saint versucht ebenfalls den Anschluss zu halten. Bornasco an zweiter Stelle gefällt mir hervorragend. Vorne ist aber noch Paracla über den Englischen und dann geht es über den Jeninser und nach Hause. Und jetzt kommt der Angriff von Bornasco. Bornasco und Jörg Langmeier greifen an. Paracla versucht zu kontern, aber Jörg Langmeier ist vorbei mit Bornasco. Gegen den Letzten. Mit Bornasco außen, sondern Paracla natürlich innen. Bornasco hat die Spitze, Paracla kämpft, Paracla geht wieder vorbei. Paracla geht wieder an die Spitze, Paracla gewinnt hier mit Edgar Labes. Toll, stark geritten. Paracla mit Edgar Labes gewinnt vor Bornasco mit Jörg Langmeier, dann folgt Green Saint mit Ivan Kerki. Und ich bitte Sie nochmal um einen ganz großen Applaus für den Edgar Labes und Paracla. Bei mir habe ich jetzt den Rennvereinspräsident Rudi Niederer. Rudi, zwei Jahre haben wir müssen warten, bis die Rennen wieder stattfindet. Wie ist der Restart gelückt aus deiner Sicht?
hervorragend, ein treues Publikum, einfach sensationell. Ich glaube, das gibt es nie in der Schweiz. Dir halten uns immer treu und das ist Hammer. Herzlichen Dank. Merci. Rudi Nieder, Rennvereinspräsident, Mayfeld bei der Gatz. Die Pferde stellen sich am Band auf. Das ist der Start zum fünften Rennenpreis der Duit AG. Das Feld formiert sich. Ganador in der Mitte der Bahn im grün-roten Dress hat einen guten Start erwischt. Übernimmt die Spitze oder so war jedenfalls der Plan. Denn ganz außen ist Atlantico noch etwas schneller. Und innen hat die Nummer 5 Wellcare jetzt die Spitze. Wellcare vor ihrer Trainingsgefährtin Weihegold. Dann mit einem weiten Bogen Atlantico, der Ferenc Bezhny hier noch einiges zu tun gibt. Einiges mehr an Metern macht. Vorne ist Wellcare. Vorne mir Ninsa Bogen, der letzte Bogen. Mit Wellcare gibt es hier eine Überraschung. Wellcare vor Ganador. Atlantico ist jetzt müde, ist letzter. Dafür rückt Sarnia jetzt an dritte Stelle auf. Vorne der Angriff von Ganador. Ganador gegen Wellcare, aber Wellcare wehrt sich und außen kommt Sarnia. Ganador wird das nach 6 zweiten Plätzen endlich der erste Sieg. Außen kommt Sarnia immer besser ins Bild, aber Ganador vor Sarnia. Ganador und Wellcare wehrt sich. Wellcare, das gibt die Riesenüberraschung. Wellcare! Wellcare gewinnt mit Nadia Burger vor Clément Leroux und dann Sarnia mit Tim Bürgin dahinter, Weihegold und Atlantico. Toller Ritt von Nadia Burger mit Wellcare. Schien geschlagen, kam zurück, wehrte sich und hat gewonnen. Well done, Wellcare. Wellcare ist trainiert von der Carina Schneider und steht im Besitz vom Ehepaar Schneider. Die Siegerehrung wird durchgeführt vom Jesias Gasser und dem Gary Schneller als Vertreter von der Duit AG. Nadia, wann hast du gedacht, dass das könnte langen in dem Rennen? Ja, ich habe das letzte Mal schon gedacht, letzten Maienfelder Sonntag, aber dann ist das mit dem Sturz passiert und haben wir müssen bremsen. Und heute hat er gesagt, auf einer Bauernrennbahn gehört ein Bauer. Und das schaffen wir heute. Meine Kollegin wartet im Ziel mit einer Bratwurst auf mich, weil ich Hunger habe. Also geben wir Gas und es ist wirklich aufgegangen. Ganz herzliche Gratulation, Nadia Burger! Und Start zum sechsten Rennen, Raststätte Heidiland Trophy. Anakin Skywalker mit einem guten Start. Ganz innen ist es Sonny Club in der Mitte der Bahn. Nimmt aber jetzt Volpont d'Argenton die Spitze vor Sonny Club. Volpont d'Argenton, Sonny Club, außen Anakin Skywalker, dann Doom Chenilou mit Slow du Beauvoisin, dann folgt Ananda und etwas hinter dem Feld noch Direct Way zusammen oder etwas vor Buxus Galant. Es geht in die Gegenseite, das Tempo wird jetzt richtig schnell. Vorne ist Ananda, in zweiter Position Volpont d'Argenton, dann folgt Sonny Club mit Doom Chenilou, der außen angreift. Dann folgt auch Direct Way und dann hängen die beiden noch zusammen. Ananda ist weg, Ananda ist hier weg. Vorne ist jetzt Doom Chenilou. Doom Chenilou mit Volpont d'Argenton, dann Direct Way und Sonny Club. Doom Chenilou geht auf und davon durch den Jeninser Bogen. Doom Chenilou vor Volpont d'Argenton, Direct Way, Sonny Club versucht dran zu bleiben. Doom Chenilou ist vorne. Aber jetzt kommt Direct Way und auch Volpont d'Argenton versucht hier dran zu bleiben. Sonny Club ist an vierter Position. Doom Chenilou noch etwa 250 Meter. Doom Chenilou vor Volpont d'Argenton, Ananda und Sonny Club. Doom Chenilou ist vorne. Doom Chenilou vor Volpont d'Argenton, dann versucht jetzt auch Sonny Club noch anzugreifen, kommt aber nicht weiter. Vorne ist jetzt Doom Chenilou, aber innen kommt Volpont d'Argenton. Volpont d'Argenton und außen Direct Way. Direct Way mit Volpont d'Argenton. Direct Way gewinnt locker. Dann Doom Chenilou, vierter wird Sonny Club, dann ebenfalls noch Geld verdient, Slow du Beauvoisin und Buxus Galant. Raststätte Heidiland Trophy. Gewonnen hat, wer am Schluss vorne ist. Und genau das haben sie gemacht. Darum stehen sie als Sieger Pauline Davé und Direct Way. Slow du Beauvoisin. Der immer noch jugendlich aussehende 15-jährige Wallach hat heute sein letztes Rennen bestritten.
Und ich denke, er wird die Welt nicht verstehen. Ich habe doch nicht gewonnen. Wieso klatschen die jetzt heute? Slow de Beauvoisin ist ein richtig treuer, toller Kämpfer. Er hat 134 Rennen gelaufen. 21 davon hat er gewonnen. 52 Mal war er platziert. Heute hat er bei seinem allerletzten Renneinsatz nochmal Geld verdient. Ich habe mit Rudi Kohler, seinem Besitzer, Trainer und Fahrer, vor ihm gesprochen und er sagt, er hat Beine wie ein Zweijähriger. Aber mit Ende 15 ist ganz einfach Schluss in der Schweiz und es ist schön, dass er gesund in Rente gehen darf. 649.136 Franken hat er gewonnen und jetzt keine Worte mehr, Applaus brauchen wir für Slow de Beauvoisin. Adieu, Slow. Wir werden dich nicht vergessen. Lange kann es nicht mehr dauern bis zum Start. Das Gummiband ist auch bereits gespannt. Die Pferde stellen sich am Band auf. Das Gummiband ist gespickt. Und das ist der Start zum großen Preis der Graubündner Kantonalbank. Da übernimmt Angostura in zügigem Tempo die Spitze. Ob Pavel Kasny diesmal weiß, wo es durchgeht? Wir wollen schauen. Gegen den Englischen an zweiter Position Kandalex, dann Feudebois, Raffel Roos und am Schluss Bergerac. Die Grünwaldhecke. Und wieder in den Bogen und wieder vor die Tribüne über den Tribünensprung. Mit Angostura vor Kandalex, dann Feudebois, Raffel Roos und am Schluss immer noch Bergerac. Angostura, Kandalex, Feudebois, dann Raffel Roos und Bergerac. Wieder gegen den Tribünensprung zum zweiten und schon letzten Mal. Mit Angostura vor Kandalex. Da ein Rumpler von Feudebois, aber ausgesessen von Julien Lumet. Es geht über die Rudi-Günthardt-Hecke. Beim nächsten Mal ist das dann der letzte Sprung. Jeninsa dann die Wendung nach links in die Diagonale, Hürde und Wassergraben. Mit Angostura, Pavel Kasny, dahinter Jürg Langmeier und Kandalex, dann Julien Lumet, Feudebois, dann Carina Schneider, Raffel Roos und am Schluss ist es Bergerac mit Edgar Labès. Der hat noch gar nichts getan, der ist nur mitgegondelt da hinten und der sieht gefährlich aus. Es geht in die Diagonale. Mit Angostura vor Kandalex, dann Feudebois, Raffel Roos über die Hürde und dann der Wassergraben. Angostura von uns aus gesehen links, Kandalex rechts gegen den Wassergraben. Und danach noch 5 Hindernisse. Angostura vor Kandalex, dann Feudebois. Dann ist Raffel Roos zur Stelle und Bergerac, da hat Edgar Labès noch einiges zu verkaufen, habe ich den Eindruck. Noch 5 Hindernisse. Erdwallhecke, Grünwaldhecke, Englischer Janinser und Rudi Günthardt-Hecke. Vorne ist Angostura mit Feudebois an zweiter Stelle. Kandalex sieht nicht so zwingend aus wie letzten Sonntag, für den Moment jedenfalls. Jürg Langmeier versucht jetzt in Angriffsposition zu kommen über die Grünwaldhecke und mit dem Sprung hat Kandalex sich die Spitze geholt. Kandalex an der Spitze, Bergerac ist weit zurück gegen den Englischen mit Kandalex. Vor Angostura. Feudebois kommt unter Druck. Angostura macht einen starken Eindruck. Raffel Roos ist an vierter Position und Bergerac, der ist geschlagen. Über den Jeninser für Kandalex und Jürg Langmeier. Noch 2 Hindernisse. Das wäre Sieg Nummer 251 für Stall Allegra Racing Club. Mit Jürg Langmeier und Kandalex in Front. Am letzten Sonntag einen Nickel gemacht, macht er diesmal nicht. Der geht überlegen, der geht nach Hause. Kandalex mit Jürg Langmeier gewinnt überlegen vor Pavel Kasny oder aber Julien Lumet, der innen mit Feudebois noch Zweiter wird. Vor Angostura und am Schluss Bergerac, der heute nicht überzeugen konnte. Bergerac auf dem 4. Platz zusammen mit Raffel Roos, 4. 5. Dass er so leicht ging, ich glaube, das hat der Jürg selber auch nicht gedacht. Oder täusche ich mich jetzt im Nachhinein? Nein, du hast recht. nein, es ist wirklich leichter gegangen, als ich gedacht habe.
Vor allem, als ich vorne gegangen bin, um den letzten Bogen zu haben, dachte ich, jetzt kommt er irgendwann einmal rein, aber heute war er besser gewesen. Vielleicht ist er fitter gewesen, hat er noch gesagt. Und ich glaube, nach dem letzten Hindernis hat man es mit dem Gesicht angesehen. Sein ratloses Gesicht. Wo bleiben Sie denn so überlegen? Ist er gewesen heute? Der Jürg Langmeier und Kandalex. Eine super Leistung. Zweimal in Meierfeld zu gewinnen, das schaffen nur ganz wenige. Das ist schwierig. Und dann erst noch über die Hindernisse. Links innen von uns aus gesehen ist es Kiss Forever HC. Und das ist der Start zum 8. Rennenpreis der USDC und Jean-Paul Laurent Perriessa in Nyon. Den schnellsten Start erwischt innen Everlasting Love, außen begleitet von Emir Deforge. Dann ist die Nummer 6 zur Stelle, das ist Cora du Châtelet am Schluss des Feldes, Amour DT hinter Blackhawk und Diva du Fossé vor den beiden oder vor diesem letzten Trio trabt Dostoyev mit Bombastik Dumerl. So kommt das Feld Mitte der letzten Gegenseite. Und jetzt kommt der Angriff von Blackhawk. Blackhawk kommt außen herum von drittletzter Stelle, geht an vierte Stelle. Fehler von Everlasting Love. Everlasting Love ist im Galopp und wird hier durchgereicht. Pech für Kiss Forever HC, der hinter ihm komplett eingeklemmt ist. Riesenpech für Kiss Forever HC, der keine Chance mehr hat, hier nach vorne zu kommen. Jedenfalls, wenn er hier nicht den Riesenturbo zündet. Und ganz vorne ist Emir Deforge, der ist auf zwei, drei Längen weg. Aber Blackhawk, der Sieger des letzten Sonntags, hat hier ebenfalls noch Chancen. Und dann kommt Diva du Fosse, wo kommt die denn her? Von weit, weit hinten ist die jetzt an dritter Stelle aufgetaucht. Emir Deforge ist vorne. Emir Deforge mit Blackhawk, dann kommt Diva du Fosse. An dritter Stelle, vorne ist aber Emir Deforge und jetzt kommt Blackhawk. Emir Deforge vor Blackhawk. Emir Deforge mit Jean-Bernard Maté vor Blackhawk. Dann folgt Diva du Fossé mit Barbara Krüsi bei dem ersten Start in der Schweiz. Dann Bombastik Dumerl. Aber der Sieg, der geht an Emir Deforge und Jean-Bernard Maté. Laurent Perriessa, Nyon. Meine Damen und Herren, das ist sein vierter Saisonsieg. Sein Können perfekt auf Bahn gebracht. Und darum startet er als Sieger mit dem Jean-Bernard Maté, Emir Deforge. Zum 9. Rennen, großer Preis des Cross-Clubs Meienfeld. Das erste Hindernis bereits passiert, der Baumstamm. Das Feld in ruhigem Tempo gegen das nächste Hindernis führt. An zweiter Position ist es Contretus mit Pomar an dritter Stelle, Alva ist vierte und Gordon Pym im Moment am Schluss des Feldes. Über die Grünwaldhecke, wieder der Englische in der Gegenseite, dann nach rechts über die Hürde und dann noch einmal der Keppeliwald. Vorne ist unverändert Persian Doll. Über den englischen Persian Doll Contretus. Pomar springt besser als Gordon Pym, der wieder an vierte Stelle zurückfällt. Letzte ist im Moment Alva. Aber alles ist innerhalb von drei, vier Längen. Über die Hürde. Dann die Rudi Günthardt-Hecke. Das ist am Schluss dann der Einlaufsprung. Und dann vor die Tribüne über den Keppeliwall. Mit. Und jetzt müssen Sie etwas nach links, also von uns aus gesehen links, für Sie nach rechts, über den Keppeliwall mit Persian Doll. Dann taucht Gordon Pym jetzt an der Seite von Contretus auf. An zweiter, dritter Position, Pomar ist vierter und Alva ist fünfte. Jetzt eine der entscheidenden Passagen. Maueraufsprung und dann gleich die enge Wendung nach rechts und gegen den Wassergraben hier vor die Tribüne. Wer erwischt das hier am besten? Jürg Langmeier geht ganz innen durch und übernimmt die Spitze. Gordon Pym in Front, Alva ebenfalls mit einer super Wendung. Carina Schneider und Jürg Langmeier haben das mit Abstand am besten gemacht. Pomar ist dritter und Gordon Pym. Und dann folgt ganz am Schluss, Contretus ist vierter. Und jetzt muss Jürg Langmeier eine engere Wendung, eine weitere Wendung gehen. Contretus ist schneller und innen Alva. Alva hat die Spitze vor Contretus, dann ist Pomar da, dann muss Gordon Pym jetzt etwas weitere Wege gehen. Und ganz am Schluss ist Persian Doll. Aber Jürg Langmeier kann dafür Tempo mitnehmen und taucht wieder an zweiter Stelle auf. Pomar hat die Spitze. Pomar hat die Spitze gegen den Baumstamm. Pomar vor
Gordon Pym, der stark aussieht. Gordon Pym geht jetzt in Front. Hoch zum Pappelsprung als Einsprung, dann Holzbrunnen, Jeninser und es geht nach Hause. Mit Gordon Pym vor Pomar. Gordon Pym, Pomar, dann Alva contre tous und am Schluss ist jetzt die Nummer 1 Pörschendoll. Gewinnt Jürg Langmeier nochmal, er versucht es zumindest, aber contre tous greift jetzt ebenfalls an und Pomar ist noch nicht geschlagen. Der Jeninser, das contre tous sieht richtig stark aus über den Jeninser. Da macht keiner einen Fehler, vorne ist Gordon Pym. Gordon Pym mit Pomar an zweiter und ganz außen rechts kommt contre tous. Das letzte Hindernis, Rudi Günthardt-Hecke. Innen ist Pomar, außen Gordon Pym. Pomar vor Gordon Pym. Pomar mit Gordon Pym. Pomar vor Gordon Pym. Pomar geht wieder auf und davon, aber dann kommt nochmal Gordon Pym. Und contre tous und ganz am Schluss noch Pörschendoll. Was für ein riesen Finish nochmal. Ivan Cherki macht das nochmal mit Pomar. Auch wenn Jürg Langmeier ihm alles abverlangt hat mit Gordon Pym. Aber Pomar ist der zweite Doppelsieger am diesjährigen Meeting mit Ivan Cherki. Was für ein Abschluss, was für ein Gänsehautfinish. Ja, da ist mir fast die Stimme versagt, aber sie geht noch. Wenn auch nur knapp. Und im Herzschlagfinale hat er da seinen zweiten Sieg in der Woche frisch geholt. Da steht der Ivan Cherki und Pomar! Der Pomar wird trainiert vom Hans-Jörg Speck und steht im Besitz vom Stall Schachen. Die Siegerehrung wird vorgenommen vom Reto Giudi, Präsident vom Grossclub Meyerfeld, zusammen mit seinem Vizepräsident Andreas von Sprecher. Natürlich auch der Rudi Nieder, Präsident Rennverein Meyerfeld, Badergatz anwesend. Die Ehrendamen, eingekleidet von Töni Mode, Langquart und Heidi und Peter. Und meine Damen und Herren, Sieger, habt ihr einen Applaus nochmal verdient? Das ist Ivan Cherki und Pomar! Hans-Jörg Speck, jetzt bei mir der siegreiche Trainer mit Pomar. Haben wir das so können erwarten, Hans-Jörg? Ja, nach der letzten Leistung letzte Woche war er schon Favorit gewesen, berechtigend natürlich. Es hatte mal ein starkes Ross, ist noch genannt gewesen, der ist jetzt nicht gelaufen. Und von dort her habe ich mir schon erhofft, dass wir Siegchancen haben. Ja. Aber man sieht immer, es ist nicht so, dass er riesig überlegen wäre, auch er muss kämpfen am Schluss. Aber er ist sehr gut drauf und hat halt am Schluss ein bisschen Endspiel und darum kann er so ein Rennen dann auch mit einer Länge gönnen. Gratulation, zweiter Sieg beim zweiten Start hier im Meyerfeld. Pomar, Hans-Jörg Speck, danke vielmals.